Der beste Disney aller Zeiten, da sind wir uns, denke ich, alle einig, ist ohne Zweifel der König der Löwen. Endlich neu aufgelegt von Disney, nachdem die Vorgänger Blu-ray, also die bereits schon mal erschienen war, out of print war, war die nur noch zu Mondpreisen zu bekommen. Das heißt, die Holzbox, wo alle drei Teile drin waren, wobei es, wir sind uns einig, nur einen Teil gibt, oder die 3D Blu-ray, die dann nur noch ab 50 Euro aufwärts zu haben war. So, jetzt endlich hat Disney sich erbarmt und die Filme wieder re-released quasi. Und ich stelle euch heute diese beiden neuen Editionen vor. Einmal der König der Löwe, der Löwen in dieser 3D Blu-ray Diamond Edition und dann die Collector's Edition mit Schuber und Digibook. Wir fangen an mit der 3D Blu-ray, würde ich sagen. Okay. Also, wir haben hier einmal den Schriftzug Diamond Edition und dann Blu-ray 3D und das ist natürlich auch die 2D da dabei mit vielen Extras. Dann dieses wunderbare Covermotiv, großartig, das den Film perfekt wiedergibt. Hier mit Simba und diesem Affen, großartig. Dann hier auf diesem Stein oder Felsvorsprung. Großer Wermutstropfen hier, das ist aufgedruckt, das FSK-Zeichen. Absolutes No-Go in meinen Augen. Nimmt dem Cover etwas von seiner Schönheit. Dann hier der König der Löwen. Und hier haben wir Mufasa als Bild. Wobei das auch der Junge oder in seiner Jugendzeit dann der Simba sein könnte. Simba der Löwe. Bin mir gerade nicht sicher, ob das sein Vater sein soll oder er. Ja, auf der Rückseite dann. Bisschen Selbstbeweihräucherung zu Recht und eine Inhaltsangabe und dann hier Extras, Pannen, zusätzliche Szenen. Und das hat hier auch so einen kleinen Glanzeffekt. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, hier vielleicht zu leicht. Das ist alles so schimmernd gehalten, was mir sehr, sehr gut gefällt. Leider keine Prägung, finde ich etwas schade. Der Erstrelease von König der Löwen hatte ja auch noch ein anderes Motiv und das war, glaube ich, auch geprägt, der Schuber. Also jedenfalls sehr schön, aber dafür gefällt mir das Motiv hier einfach nochmal besser. Aber wie gesagt, Wermutstropfen, aufgedruckter FSK-Flatschen und keine Prägung. Ja, Sound ist 7.1 DTS HD, also da hat sich Disney nicht lumpen lassen, das ist à la Bonheur. Und dann schauen wir uns gleich mal das Innere an. Ja, Disney-typisch, auch hier, kein Wendecover leider, das heißt, wir haben hier auch nochmal einen aufgedruckten FSK-Sticker, halt mit demselben Grundmotiv. Hier der Schuber ist leer. Dann hat man hier einmal so ein Disney Movies and More Code. Und dahinter ist dann auch nichts mehr. Wir haben dann hier die 3D Blu-ray mit dem Motiv. Ich glaube, das ist, also die Disc ist kein reiner Reprint der Erstauflage, sondern also wird dieselben Extras und Sachen beinhalten, aber das Covermotiv hier ist schöner, beziehungsweise geändert, entspricht jetzt eben dem Hauptmotiv. Und dann haben wir hier noch die 2D-Disc, auch mit einem sehr schönen Motiv, wo alle dabei sind, Timon, Pumba und Konsorten. Ja, hier haben wir dasselbe in grün. An der Seite steht auch nochmal dasselbe. Und ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum Digibook. Also hier leider aufgedruckt, das mit den Strängen limitiert, mit Hintergrundinfos und seltenen Skizzen hätte man vielleicht auch als Aufkleber machen können. Und dann hätte man das innen reinkleben können oder so. Hier oben steht Collector's Edition, König der Löwen Teil 1 bis 3 eben. Hier sieht man nochmal Simba. Das ist aber ein richtig fetter Schuber, also richtig wertig, gefällt mir echt gut. Genau, hier haben wir dann Inhaltsangaben zu den Teilen 1 bis 3. Ja, Teil 2 und 3 kann man sich eigentlich sparen. Aber für Komplettisten wie mich musste das jetzt halt auch sein. Hier ist übrigens dann natürlich auch nur die 2D-Version dabei, nicht die 3D-Version vom ersten Teil. Und hier haben wir noch die Tonangaben. Und zeitlich schaut das Ganze so aus. Das mal scharf stellen würde, so. Jetzt
So, das höchste der Gefühle. Okay, und dann schauen wir uns jetzt noch an, wie das Ganze von innen aussieht. Der Schuber selbst ist dann innen nicht weiß gehalten, sondern so rötlich. Ist jetzt nur, ja, so sieht man es ganz gut. Es hat so ein bisschen diesen braunen, rot, braunroten Ton, so Bordeaux-rot nenne ich es jetzt mal, den auch eben dieses Digibook dort hat, das hier drin ist. Da haben wir auch nochmal Inhaltsangaben zu den Teilen 1 bis 3. Und was eben noch drin ist, exklusiv mit Hintergrundinfos und seltenen Skizzen. Dann auch nochmal die drei Teile außen dran. Hier ein wirklich schönes Covermotiv. Gefällt mir gut. Und hier eben Teil 1. Und dann haben wir hier eben die Zeichnungen zum Film. So. Das ist auch richtig dickes Papier. Wer diese Digibooks kennt von Disney, diese Auflagen, die sind schon echt ziemlich hochwertig. Hier auch alles mit deutschem Text. Ihr klickt wie immer Pause, wenn euch was interessiert. Und dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Und dankt eurem Geldbeutel. Dann haben wir hier Entwurfszeichnungen. Schön gemacht. Wie gesagt, das ist richtig dickes Papier. Das ist kein dünnes. Das ist wirklich hochwertig. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Der 3D-Transfer ist wirklich sehr gelungen in meinen Augen. Also ich habe den ersten Teil schon ein paar Mal in 3D geschaut gehabt. Und Wahnsinn, was die da aus einer zweidimensionalen Welt herausgeholt haben. Also eigentlich besser als viele der heutigen 3D-Produktionen von Disney. Zum Beispiel jetzt war ich gestern in Finde Dory 3D, da war der 3D-Effekt wirklich ein Witz. Ab und zu ein bisschen Tiefenwirkung, das war's. Null Pop-outs, nichts. Und ja, hier einfach sehr schöne Zeichnungen, Konzeptzeichnungen. Und ja, ganz toll. Hier der böse Onkel, der dann auch sein Fett wegkriegt. Ja, hochemotionaler Film, ganz, ganz toll gemacht, Wahnsinn Soundtrack. Und ja, allgemein einfach ein Film für die Ewigkeit. Und hier in einer wirklich tollen Edition aufgelegt. Wir haben dann hier noch die Teile 2 und 3. Auch da ist ganz cool, dass das nicht auf einer Blu-ray zusammengefasst ist. Ich habe zum Beispiel von Cinderella auch dieses Digibook und da sind die Teile 2 und 3 auf einer Blu-ray zusammengefasst. Da ist dann klar, wo gespart wurde. Ja, also wirklich eine tolle Edition für Fans ein Muss. Ganz klar. Und ja, danke Disney, dass ihr das nochmal aufgelegt habt. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, ob ihr euch das jetzt holen solltet oder nicht. Und ja, danke fürs Anschauen und habt eine gute Zeit.